Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits die beiden zentralen Fragen bei Auswahlproblemen kennen. Und zwar ist die Reihenfolge wichtig und ist Mehrfachauswahl erlaubt. Außerdem solltest du die Anzahl der Möglichkeiten in jedem dieser vier Fälle berechnen können. Das Ziel für dieses Video ist, dass du die Anzahl der kürzestmöglichen Wege von A nach B in Manhattan berechnen kannst. Schauen wir uns das Problem ein bisschen genauer an. Du befindest dich in Manhattan an der Kreuzung A. Wie viele verschiedene Wege zur Kreuzung B gibt es, die so kurz wie möglich sind? Mach dir darüber mal ein paar Gedanken. Wie viele solche Wege kannst du finden? Pausiere kurz das Video und dann sprechen wir darüber. Also gut, als erstes müssen wir uns überlegen, wie solche kürzestmöglichen Wege überhaupt aussehen können. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel zunächst nach Norden, dann zweimal nach Osten, zweimal nach Norden, zweimal nach Osten. Also die Abfolge Nord, Ost, Ost, Nord, Nord, Ost, Ost. Kürzestmöglich bedeutet auch, dass wir nie nach Süden gehen, denn das würde auf irgendeine Art und Weise einen Umweg bedeuten, und auch nie nach Westen. Also immer nur entweder nach Norden oder nach Osten. Jetzt müssen wir hier ein bisschen ein System hineinbringen, sodass wir wirklich alle Wege finden. Dafür haben wir hier diesen Lückentext und nun der nächste Arbeitsauftrag. Fülle die Lücken. Nimm dir dafür kurz Zeit, pausiere kurz das Video und dann sprechen wir noch darüber. Also gut, die Länge jedes solchen Weges beträgt 7 Straßenblöcke. Also hier zum Beispiel haben wir auch insgesamt 7-mal die Entscheidung, die wir treffen, ob wir nach Norden oder Osten gehen, und dann gehen wir jedes Mal genau einen Straßenblock. Also die Länge beträgt sicher immer 7 Straßenblöcke und besteht aus 4 Bewegungen nach Osten und 3 Bewegungen nach Norden, also jeweils immer um einen Straßenblock. Daraus können wir jetzt eine Strategie entwickeln, und zwar aus der Abfolge von 7 Bewegungen können wir jetzt eine Menge von 3 Bewegungen auswählen, die Richtung Norden gehen. Die anderen 4, die da überbleiben, sind dann automatisch Bewegungen Richtung Osten. Und mit dem im Hinterkopf können wir uns jetzt noch einmal die Frage stellen, wie viele solche Wege gibt es? Das ist jetzt der letzte Arbeitsauftrag. Berechne die Anzahl kürzestmöglicher Wege von A nach B. Nimm dir dafür noch kurz Zeit, pausiere das Video und dann vergleichen wir noch die Ergebnisse. Also gut, wir wollen jetzt aus 7 Bewegungen eine Menge von 3 Bewegungen auswählen. Das schreit schon nach dem Binomialkoeffizienten 7 über 3. Und wenn wir den mit der Hand berechnen wollen, können wir rechnen 7 mal 6 mal 5, gebrochen durch 3 Faktorielle, und erhalten dabei insgesamt 35. Also es gibt 35 verschiedene kürzestmögliche Wege von A nach B.